In Indonesien sind mehr als 50 Menschen nach dem Genuss von selbstgemachtem Alkohol gestorben. Zahlreiche weitere Personen werden im Krankenhaus behandelt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Flüssigkeit war demnach mit verschiedenen Chemikalien versetzt, darunter etwa Insektenschutzmittel. Die Polizei hat inzwischen mehrere Personen festgenommen, darunter auch den Hersteller und Verkäufer des Gebräus. Opfer von selbstgemachten alkoholischen Getränken sind in Indonesien nicht ungewöhnlich. 2016 waren 36 Menschen nach dem Trinken von selbstgemachtem Schnaps gestorben.